In diesem Video wollen wir uns noch ein bisschen mehr mit der Normalkraft beschäftigen. Und ein gutes Beispiel dafür sind eigentlich Fahrstühle. Also ich habe dir jetzt mal hier vier Situationen hingezeichnet. Und wir werden uns jetzt mal die Normalkraft angucken in verschiedenen Situationen in einem Fahrstuhl. Also gehen wir mal davon aus, dass in dem Fahrstuhl hier, also unsere Person hier unten hat eine Masse von 10 Kilogramm. Und der Fahrstuhl hier unten, da bist du gerade genau eingestiegen. Das heißt, der hatte noch eine Geschwindigkeit von 0 Meter pro Sekunde. Und du weißt ja auch, dass die Beschleunigung dann, ich denke, das ist offensichtlich, wird dann ja auch 0 Meter pro Sekunde sein. Er steht also direkt am Boden, ist also stationär, passiert nichts mit dem. So, dann hast du auf den Knopf gedrückt und hast die Etage ausgewählt, in die du möchtest. Und dann fängt der Fahrstuhl ja an zu beschleunigen. Und wir nehmen jetzt mal einfach an, dass die Beschleunigung von dem Fahrstuhl ist dann sagen wir 2 Meter pro Quadratsekunde. So, dann sitzt du da in deinem Fahrstuhl und pfeifst ein bisschen und nach einer Sekunde hast du eine Geschwindigkeit erreicht, also zwischen dem Bild und dem Bild hier, hat er sozusagen genug beschleunigt, der Fahrstuhl, und die Beschleunigung geht dann wieder zurück auf 0. Geht wieder zurück auf 0 Meter pro Sekunde. Und jetzt hast du eine Geschwindigkeit nach einer Sekunde. Wir haben ja beschleunigt mit 2 Metern, also wir werden 2 Meter pro Sekunde schneller. Das heißt, nach einer Sekunde haben wir eine Geschwindigkeit von 2 Metern pro Sekunde. Also zwischen den beiden Bildern hier, von hier nach hier, da ist eine Sekunde vergangen. Und haben jetzt eine Geschwindigkeit von 2 Metern pro Sekunde und keine Beschleunigung mehr. So, jetzt sitzt du hier in deinem Fahrstuhl und hörst der schönen Fahrstuhlmusik zu und pfeifst wahrscheinlich noch ein bisschen und das Ganze dauert jetzt 10 Sekunden. Zum Beispiel. 10 Sekunden. Und dann bist du kurz schon vor der Etage, in der du wolltest. Und dann fängt natürlich der Fahrstuhl an, wieder zu bremsen. Also er beschleunigt sozusagen negativ. Und damit er uns von 2 wieder auf 0 bringen kann, auch von 2 Metern pro Sekunde auf 0 Meter pro Sekunde, hat er natürlich auch eine Beschleunigung. Genauso groß wie am Anfang, nur halt in dem Fall negativ, weil er uns ja abbremsen soll. Das heißt, hier werden wir abgebremst. Und jetzt wollen wir nochmal gucken, welche Kräfte denn generell darauf wirken, auf unsere vier Situationen oder auf unsere Personen in den vier Situationen. Und dann schauen wir doch mal, wie die entsprechende Normalkraft denn immer aussieht. Also wir wissen ja schon, wir gehen ja davon aus, dass wir uns hier auf der Erde befinden und auf der Erde. Die Erde hat eine Anziehungskraft und diese Anziehungskraft ist minus 9,8 Meter pro Quadratsekunde. Meter pro Quadratsekunde. Und wir wissen ja auch, Newtons erstes Gesetz sagt uns ja, dass jedes Objekt, das sich mit einer gewissen konstanten Geschwindigkeit bewegt, und dazu gehört auch 0 Meter pro Sekunde, dass dieses Objekt in diesem Zustand bleibt, es sei denn, es wirkt eine Kraft auf sie, die nicht irgendwie negiert wird. Das heißt, wir wissen, dass der hier stationär ist, also müssen hier ja, wenn hier Kräfte wirken, müssen die sich auf jeden Fall beide gegenseitig aufheben. Und wir wissen ja, haben wir ja oben gerade hingeschrieben, oder haben wir ja generell gerade uns überlegt, dass hier auf jeden Fall eine Gravitationskraft herrscht, die nach unten wirkt, also in Richtung des Erdmittelpunkts. Und die können wir uns ja auch eben ausrechnen. Die Gravitationskraft ist ja die Masse des Objekts, also in dem Fall 10 Kilogramm. Mal die Gravitationskonstante, minus 9,8 Meter pro Quadratsekunde. Und das sind ja minus 98 Newton. Also die Kraft wirkt nach unten. Das heißt, wir haben hier eine Kraft von minus 98 Newton, die auf diese Person wirkt. Und wir wissen natürlich, diese Gravitationskraft, die wirkt ja immer auf uns. Also egal, ob wir uns beschleunigen oder nicht, das interessiert die Erde ja nicht. Also zumindest nicht in dem Maße, in dem wir uns hier beschleunigen. Das heißt, diese Kraft, die wirkt immer auf uns. Und zwar immer mit der gleichen Größe, immer mit minus 98 Newton. Und jetzt ist ja nur die interessante Frage, was macht denn die Normalkraft oder wie beeinflusst die Normalkraft diese ganzen Situationen? Also, wir haben ja eben schon gesagt, dass sich bei einem stationären Objekt oder bei einem Objekt, das eine konstante Geschwindigkeit hat,
müssen die Kräfte sich ja gegenseitig ausgleichen. Ansonsten wird das Objekt ja beschleunigen oder bremsen oder irgendwas. Auf jeden Fall wird es nicht seine konstante Geschwindigkeit halten. Das heißt, wir wissen, dass die Normalkraft, die hier wirkt, wirkt ja wieder entgegengesetzt zur Oberfläche, also senkrecht zur Oberfläche, so rum. Und ist genauso groß. Also ich versuche mal die Pfeile am besten auch gleich lang zu zeichnen. Also ungefähr bis hier. Das ist unsere Normalkraft. Und die muss hier auch 98 Newton sein. Weil die beiden zusammen müssen ja wieder 0 ergeben. Deswegen ist unser Objekt hier, in dem Fall der Fahrstuhl, ist ja deswegen stationär. So, gucken wir doch mal hier rüber. Also hier bist du ja gerade eingestiegen, hast auf den Knopf gedrückt und jetzt fängst du ja an, dich zu beschleunigen. Und du beschleunigst dich natürlich, wir müssten eigentlich genau sein, wir beschleunigen natürlich in diese Richtung. Also das ist ja unser Einheitsvektor für die Y-Richtung, also für die Vertikale. Alles, was wir jetzt hier machen, ist nur in die Vertikale. Und hier können wir das auch noch dazu schreiben. Naja, also um genau zu sein, müssen wir es natürlich überall dazu schreiben. Also hier ist es natürlich eigentlich egal, weil wir eh 0 Meter pro Sekunde haben, aber wir machen es mal genau. So. Also wir beschleunigen mit 2 Metern pro Quadratsekunde in die positive Y-Richtung. In die Richtung des Einheitsvektors Y, EY. Und das heißt ja, dass jetzt hier auf jeden Fall noch irgendeine weitere Kraft auf uns wirkt. Und die können wir ja auch ausrechnen. Das sollte ja ein leichtes für uns sein. Die Kraft, die hier auch noch auf uns wirkt. Kraft lässt sich ja berechnen mit Masse mal Beschleunigung. Das heißt, wir haben ja jetzt hier, haben wir wiegen 10 Kilogramm. Und die Beschleunigung ist 2 Meter pro Quadratsekunde. 2 Meter pro Quadratsekunde. Also haben wir in dem Fall hier eine zusätzliche Kraft, die auf uns wirkt, von 20 Newton. Oder anders gesagt, von 20 Kilogramm mal Meter durch Quadratsekunde. Und das ist ja definiert als 1 Newton. Das heißt, wir haben hier wirken ja mehr Kräfte auf uns. Und auf uns wirkt ja einmal die ganz normale Normalkraft, die uns davon abhält, einfach nach unten durch den Fahrstuhl durchzufallen. Und zusätzlich auf uns wirkt auch noch die Kraft aufgrund der Beschleunigung. Das heißt, unsere Normalkraft, die uns davon abhält, nach unten zu fallen, schafft es diesmal auch, uns zu beschleunigen, je nachdem, aus welcher Richtung man sozusagen guckt, und ist diesmal um 20 Newton größer. Also in dem Fall sind das ja 98 plus 20, sind 118 Newton. Das mag jetzt vielleicht am Anfang erstmal nicht ganz intuitiv sein. Ich komme nachher nochmal darauf zu sprechen, aber eigentlich macht das ja Sinn. Also die Normalkraft bewirkt ja einmal, dass wir nicht einfach durch das Objekt durchfallen, auf dem wir gerade stehen, oder durch die Oberfläche durchfallen. Und zusätzlich werden wir ja auch noch beschleunigt diesmal. Und diese Kraft muss da ja auch noch irgendwo drin vorkommen. Also, gucken wir mal weiter. Nach einer Sekunde haben wir ja unseren Zustand erreicht, in dem wir uns mit einer konstanten Geschwindigkeit bewegen. Und wie gesagt, oder andersrum, wenn du in diesem Fahrstuhl bist, also wenn du in dieser Situation jetzt hier gerade wärst, in genau dieser hier, dann, und ich dich fragen würde, bewegst du dich gerade oder bist du gerade stationär, dann würdest du das nicht sagen können, wenn du nicht nach draußen gucken kannst irgendwie. Weil dein Körper kann nur, oder dein Körper merkt nur, deine Nervenzellen können nur merken, wenn du dich beschleunigst oder, also in irgendeine Richtung beschleunigst, egal ob positiv oder negativ. Also sozusagen, dein Körper merkt nur, ob er zusammengedrückt wird oder nicht. Das heißt, in den beiden Situationen hier ändert sich eigentlich überhaupt nichts, weil konstante Geschwindigkeit, Newtons erstes Gesetz, sagt uns ja, dass wenn sich das Objekt mit einer konstanten Geschwindigkeit bewegt, gleichen sich alle Kräfte, die in irgendwelche Richtungen wirken, komplett auf. Die addieren sich also wieder zu Null. Das heißt, hier haben wir wieder eine Normalkraft, die auch wieder 98 Newton groß ist. Und schlussendlich haben wir hier noch die Situation, wir sind kurz davor, oben an der Etage anzukommen, in die wir wollten, und wir beginnen abgebremst zu werden. Also können wir wieder die Kraft ausrechnen, die auf uns wirkt. Das wäre wieder 10 Kilogramm mal in dem Fall minus 2 Meter pro Quadratsekunde. 2 Meter pro Quadratsekunde. Und das macht dann natürlich minus 20 Newton. Und, oh, habe ich hier auch vergessen, natürlich auch wieder in diese Richtung. In die Richtung des positiven, und in dem Fall in Richtung des negativen Einheitsvektors, in die Y-Richtung. Das heißt, in dem Fall hier
wird ja einmal verhindert, dass wir wieder durch unsere Oberfläche durchfallen, durch die Normalkraft. Und zusätzlich werden wir ja auch noch abgebremst. Das heißt, wir brauchen ja viel weniger Kraft, um hier unten nicht durch die Oberfläche sozusagen durchzufallen, wenn man das so möchte. Also ich versuche mal den Vektor ein bisschen maßstabsgetreuer zu zeichnen, vielleicht so. Das heißt, die Normalkraft ist in dem Fall 20 Newton kleiner, als sie bisher immer war. Das heißt, hier waren es immer 98 in den Fällen, wo wir stationär sind. Das heißt, jetzt sind es nur noch 78 Newton. Und ich hoffe, das macht ein bisschen Sinn. Also du kannst ja nochmal drüber nachdenken, wenn du das nächste Mal in einem Fahrstuhl bist. Du merkst ja, wenn du beschleunigst, dann fühlst du dich ja eine kurze Zeit lang, also während du halt beschleunigst, fühlst du dich ja, als ob du schwerer wärst. Und das ist genau diese größere Normalkraft hier. Du bist halt sozusagen für eine kurze Zeit bist du minimal schwerer, mehr oder weniger. Und wenn du abbremst, dann fühlst du dich in kurzer Zeit ein bisschen leichter. Und das sind auch die einzigen Situationen, in denen du wirklich was merkst. Wie gesagt, wenn du eine konstante Geschwindigkeit hast, und ich glaube, die meisten Fahrstühle beschleunigen fast durchgehend, also man merkt immer ein bisschen was. Aber wenn der wirklich nur am Anfang einmal kurz beschleunigen würde und dann die Geschwindigkeit beibehält, dann würdest du nicht mitkriegen, ob du dich gerade in dem Fahrstuhl bewegst oder ob du gerade stationär bist.